Go! Penis. Go. Geht euch doch mal hin, Mann. Ja. Kannst mich betten. Mal. So, jetzt hab ich ein Bett. Tschüss, ich geh jetzt draußen schlafen. Ich hab auch ein Bett. Tschüss. So. Ich schlaf jetzt in meinem Bett. Ich schlaf jetzt in Schabos Bett. Das ist ja ganz nass. Ohne mich kein Sleeping. Dann guck doch in die Kiste. Wo denn? Oh Mann, da, wo ich Diego, dran war. Du bist echt so unfähig. Das ist doch logisch, dass dein Bett in der Kiste liegt. In welcher Kiste denn? Vom Eingang aus rechts oben. Du musst durch das Portal fliegen. Geht der raus? Nein. Herzlich willkommen zurück zu Feed the Beast. So ein Spacko, Pico. Das Spacko. Bett ist weg. Weißt du, geht rum. Jetzt leg dich hin. Eine Spinne. Oh Mann. Ich sterbe. Puh. Ja. Endlich zurück. Die super. Wenigsten Leute sind heute wieder in Minecraft unterwegs. Guten Morgen. Ist keiner. Und Achtung, hier sind Creeper überall und jede Menge von den Ender-Dingern da. Ender-Tot. Ja. Tot in der Man. Wie du es auch schimpfen möchtest, das ist mir egal. Ich will gar nichts schimpfen. Oh, geil, ein Spoilsback, schön. Ist ja wie Weihnachten. Und Ostern. Zusammen, ja. Warum haben wir eine Spinne im Haus? Die macht da Urlaub. Warum haben wir eine Spinne im Haus? Eine Spinne ins Haus. Wie kommt die denn da? Durch dein Portal. Was, Spoilsberg? Lass doch unsere Haustiere in Ruhe, Pico. Das hätte. Ach, oh, Entschuldigung. Du hast mich gerade als Pico beleidigt. Schon wieder, ne? Das ist immer. Immer wieder mal. Boah, das ist voll das coole Spoilsberg. Ich kann auch nicht reingucken, weil mein Inventar so voll ist. Schöne Scheiße. Achso, wenn du nochmal Rechtsklick auf eine Kiste machst, dann gehen die ganzen Items in die Kiste. Ist auch gut zu wissen. Krass. Was mache ich? Wenn du mit dem Spoilsberg Rechtsklick auf eine Kiste machst, dann gehen die ganzen Items aus dem Spoilsberg in die Kiste rein. Okay. Das ist interessant zu erfahren. Oui, oui. Geh weg! Da kam es aus mir rausgeschossen. God bless you. Ja, wer? Über den ganzen Tisch, aber oder was? Ich sehe jetzt viele kleine Radarpunkte auf dem Bildschirm. Das ist bestimmt voll eklig jetzt. Nö. Kann man auch so erstmal nicht sagen. Das ist auch in der Aufnahme drin, ne? Ja, sicher. Ich meine, 3D. Ja, 3D ist das. Auf der Bildaufnahme. Hm? Ja, klar. Weil wir nehmen ja mit der neuesten Technik. Alter, was hab ich denn alles in dem Spoilsback? Der ist voll. Ist voll! Gleich mit 6 Slots, 8 Slots. Chromium Sword, das sind 8. Steel Boots, Minecart, Melon Seeds. Willst du Melon Seeds? Ja, Pico, kannst du mal eigentlich deine Farm weiterbauen? Oblivion ja. Bronze Leggings, geil, die zieh ich an. Oh, Leggings. Knowledge Fragments und Steel Boots. Schön. 3, 4, 5, 6. Und das Schwert sieht an sich ja schon mal ganz cool aus. Somnium Sword. Gar nicht so viel. Ja. Schwert. Hohoho. Das sieht aus, als wäre ich jetzt Müllmann. Von der Hose. Wir haben doch noch mehr davon, oder? Wir haben doch noch einen Bronzehelm irgendwo. Die Kiste hinten an der Kleiner. Steht der immer noch da? Ja, natürlich. Sehr gut. Den will doch keiner haben. Den Rest kann ich nicht anziehen, weil ich ja sonst sterbe. Ohne meine Longfall Boots. Echt? Warum würdest du da sterben? Ja, weil die Abonnenten das doch denken. Achso, stimmt. Das ist ja lebensessentiell. 6. 1, 2, ich weiß nicht mehr, wo 3, ich das Zeug hinpacken soll. Unsere Ausrüstungskiste ist zu klein. 1, 2, 3, Bau doch mal eine größere. Ja, wie denn, du Schlaumeier? Mit Holz. Stimmt, wir könnten uns Diamond Chests machen. Ja. Hat eh schon mal jemand vorgeschlagen. Ist auch noch eine Idee. Das sind Steine, die können bleiben. Das kann draußen rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 8 Banane. 24, 69. Ja, Pico, willst du Melon Seeds? Komm mal her. Hau raus. Faules Stück. Du auch mal was machst hier. Hier, nimm meine Samen. Empfange sie. Melon Seeds. Naja, okay. Und du kannst dann gleich mal nochmal in den Steinen schauen, das wäre nett von dir. Ja, ich bin schon dabei. Nein, nicht du, der Pico.
Ja, aber. Ach so, stimmt, hätte zwei Aufgaben dann. Das wäre natürlich. Vertrau dir Arbeit lieber jemand an, dem du auch vertrauen kannst. Ja, so also mir ist auch einen Praktikanten. So was darf man nicht sagen. Echt? Ah, Mist. Praktikant ist ein Unwort. Des Jahres? 2014. Unwort des Tages. 2013. Donnerstag. Ach so. Nee, Mittwoch, verdammt. Mittwoch? Mittwoch. 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 So, okay, ich habe mein Inventar wieder ein bisschen aufgeräumt. Was mache ich denn jetzt? Mauer weiterbauen. Na gut. Ich bin schon fast durch mit der ersten, also mit der inneren Seite. So, ich habe auch gar keine Bricks mehr. Also Stufenbricks und so. Ja, Stufenbricks. Breckige Stufen. Oh, Breakstufen. Alter, was voll den geilen Helm, ey. Ja, ich bin Müllmann, ne? Hast du ja gesehen? Ja. Das ist cool. Richtig edel. Ich bin Edelmüllmann. Ich transportiere nur Kaviar-Überreste weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tü, 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 tü. Tü, 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 tü. Was ist mit deinem Tü-Tü? Sitzt das heute so eng, oder was? 1, 2, 3, 4, 5. Gut, dass ich Longfall-Boots habe, sonst wäre ich jetzt in den Tod gestürzt. Sicher? Ups. 5 Blöcken Höhe. Oho. Das war aber schon echt hochriskant von dir. Oh, schon wieder, verdammt. Das hat Alter. Mir schon zweimal das Leben gerettet. Lebensretter, ey. Retter in der Not. Ich habe Wichtiges zu sagen. 2, 3, 4, was denn? 5. Eigentlich nichts, aber... Ich habe ziemlich Belag auf dem Kehlkopf. Von was denn? War das die Samen von vorher? Ja, die kamen ja woanders her, die kamen ja nicht aus dem Mund. Ach so. Die habe ich woanders gespeichert. Echt? So, ich bin fertig mit der inneren Mauer. Ja, dann kannst du ja mit der äußeren anfangen. Ja. Kannst du nicht mal als Campico machen. Ich hab keine Zeit, ich bin voll beschäftigt. Echt, ich sehe dich nur die ganze Zeit wieder durch die Gegend sprichst, wie so ein Magical Punicorn. Ich bin halt voll happy gerade. Hey. Oh. So, wir haben echt fast keine Steine mehr. Ja, dann mach doch welche. Ja, ich mach doch schon. Das weißt du, wir sind doch nur zu zweit. Ja, eben. Mal ein bisschen Mühe. Was soll das denn machen? Unbelievable. Vor allem, ey, sind noch 3 Stacks von den Dingern drin, weißt du? Und ich hab das schon so gut hier vorbereitet. 3 Stacks ist doch nicht viel. Na, 3 Stacks ist in einer Sekunde aufgebraucht, wenn nicht 2. Ach, mindestens. Okay, ich pack gerade noch eins rein für euch. Oho. So, jetzt sind 4 drin. Wenn nicht sogar mindestens 2. Jetzt sind 5 drin. Boah. Krass, oder? Da bin ich überwältigt. Überfordert, glaube ich. Erstmal so. Warum hören die Treppen auf? Was? Wo hören die auf? Ja, da, wo dann habe ich vielleicht eine Stelle vergessen, dann kannst du ja auch mal machen. Nein. Weil ich habe gerade einfach am Berg irgendwie angefangen. Mir stand der Sinn danach dort anzufangen. Ach so, nee, okay, passt schon. Ich habe mich nur verguckt. Vergoogelt. Also ich mache jetzt hier erstmal nur mal die Treppen direkt an den Stein, ne? An den Ecken kann es sein, dass da ein paar fehlen. Das können wir nachher mal zusammen ausbessern irgendwie. Wie fehlen? Ja, also du kannst ja... Warte, ich zeig dir das mal. Wenn du mal zu mir kommen willst, dann zeige ich dir das. Will ich das? Ja, komm, ich zeig dir das. Komm. Put. Ja, ich komm ja schon. Ja, kriegst auch einen Baum. So. Kriegst auch Samen. Ich will aber keinen Baum. Ich will auch keine Samen. Und zwar, guck mal hier an dieser Stelle. Ja. Da ist ja die Ecke noch so offen und das heißt das. Diese Ecken halt, die besetze ich jetzt erstmal nicht, weil ich weiß nicht, ist das so gewollt? Findet ihr das schön? Ich weiß nicht. Pico, schau mal her. Gib mal deinen Dreck dazu. Hier. Am Anfang habe ich das nämlich immer schon gesetzt und dann kam hier wieder voll Scheiße. Meinte Pico findet das nicht schön und dann gab es das negativ. Hat er alles abgebaut.
Ne, dann habe ich erstmal seins abgebaut. Oho. Das mit den Ecken, das geht doch so. Also, so jetzt, so wollte ich es auch machen. Ja, dann machen wir es so. Ich finde es nämlich auch nicht so schlecht, das unbedingt. Ah, nicht so schlecht. Also, du hättest es besser gemacht, aber. Ich finde es nicht so schlecht. Also, das kann man schon lassen. Finde ich voll zum Kotzen, ey. Ich hol mir gleich den Rev Igniter und dann geht's hier rund. Den Rev Igniter. Rev Igniter. Rev. Den Rev Igniter. Oh, ich hab voll Bock auf Raps. Penis! So, also, ich weiß nicht wieso. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, heute mal eine Kommentarfrage vorzulegen. Magic Word hier. Und das, ich fand es auch super, wie gut unser Stichwort jetzt verpackt wurde einfach. Das habt ihr gar nicht gemerkt, ne? Also, und zwar. Der Mister Epic Failer fragt, was haltet ihr davon, dass Facebook die Privatsphäre so ändern will, dass zukünftig alle Personen in der Suche angezeigt werden können? Weil bisher konnte man das ja verbergen. Echt? Ja. Obwohl ich sozusagen, ich wusste das gar nicht. Ich dachte auch, man kann jeden eigentlich finden. Ja. Dachte ich auch. Also generell kann man die Frage ja vielleicht so ein bisschen auch umformulieren, so was Facebook und Privatsphäre so angeht, ne? Ja. Ist ja so quasi eins. Gab es ja schon öfter Beef mit. Ja, also ich gebe mal kurz meinen Stand dazu. Und zwar finde ich, dass das ja schon so ein allgemeiner Fakt ist, dass Facebook und auch jede andere Gaming-Plattform, also Steam und so, dich ja eigentlich ausspioniert. Das ist ja noch kein Geheimnis mehr. Und ich finde es persönlich, ich finde es nicht okay, aber ich finde, man sollte auch, wenn man das Wissen hat, so rangehen, dass man das weiß. Also man weiß es halt und dann sollte man sich auch nicht anmelden, wenn man was dagegen hat. Das heißt, dann also und im Nachhinein beschweren. Weißt schon. Also man weiß halt, dass man halt dann seine ganzen Daten weiterverkauft werden, weiß ich, was damit alles geschieht. Und dann im Nachhinein so, das wusste ich nicht, das ist voll unfair, aber ja. Pico, lass das. Hast du noch so eine Gravity Gun? Natürlich. Achso, du hast die Ether-Sterne nicht gemacht. Ja, Pico, was hältst du denn davon? Also ich finde eigentlich, dass es jedem seins ist. Also ich meine, es gehört ja auch Facebook und die können ja damit tun und machen, was sie wollen quasi. Und wenn jetzt jemand da irgendwelchen Quark hochlädt, Nacktbilder und so weiter, wie du, ups. Dann ist das jedem sein Problem eigentlich. Weil ich meine, jeder hat es akzeptiert, indem er sich angemeldet hat dort. Und ja, aber ist halt auch die Frage, ob das Facebook nicht ändern sollte, weil das eigentlich ja so moralisch gesehen nicht okay ist. Naja, erstmal ist es moralisch eine Scheißsache und zweitens ist es ja rechtlich auch nicht erlaubt. Eben. Dass, wenn du das oder dass bestimmte Privatsphäre-Sachen weggenommen werden. Aber ich muss auch sagen, ich stimme da auch eher Raffi zu. Ich finde es nicht okay, weil ich es halt rechtlich auch sehr bedenklich finde. Gibt es ja dann immer so. Demos und was weiß ich und Menschenrechtler blablabla. Aber ich denke, auf der anderen Seite ist eigentlich auch jeder selbst schuld. Ich finde jetzt nicht, dass jetzt unbedingt jeder Hartz-IV-Empfänger auf die Barrikaden gehen sollte, weil jetzt seine wertvollen persönlichen Daten geklaut werden. Auf der anderen Seite denke ich mir, das ist eine öffentliche Plattform ja ungefähr und da ist jeder für sich selbst verantwortlich. Also Datenschutz ist mir wichtig, weil ich habe ja auch mal in der Bank gearbeitet, aber das ist ja wieder was ganz anderes. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Kontoverbindung mit PIN bei Facebook online stelle, dann ist das ja clever. Ja, ist ja selbst schuld, ne? Und genauso finde ich, ist das bei allen Bildern, Texten und so weiter. Ja, genau, das ist halt die Sache. Aber es geht ja auch nicht nur um die Bilder und so. Das kann ich natürlich auch verstehen, also da bin ich voll deiner Meinung mit dem, du solltest halt nichts hochladen, was du nicht willst, dass jeder in der Welt sehen kann, so gesehen. Aber es bei Facebook und so ist es ja auch der Fall, dass die nicht nur die Sachen ja irgendwie ausspionieren, die du hochlädst, sondern die können ja auch dir gleich nachschauen, was oder wo das Bild gemacht wurde. Das wusste ich zum Beispiel vor kurzem auch noch. Also das habe ich vor kurzem erst gehört oder es geht sogar ziemlich leicht. Und zwar jedes Bild, das du mit dem Handy oder so machst, da sind ja die Koordinaten aufgeschrieben. Okay. Das heißt, du kannst irgendein Bild nehmen und das in so ein Programm durchlaufen lassen, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, und das zeigt dir komplett die Koordinaten an, wo das gemacht wurde. Und kannst es sofort in Google Maps suchen und dann weißt du, wo das Bild gemacht wurde. Es wird dir mit Ort angezeigt. Krass, okay. Das wusste ich nämlich auch noch nicht. Und die ganzen Daten hat halt Facebook auch. Und das finde ich halt natürlich ganz schön krass. Das wusste ich auch noch nicht. Ja, die Frage ist halt auch eher, wie die halt mit den Daten umgehen auch. Das ist, wer macht denn hier gerade Sand? Wer von euch stellt Sand her? Welcher Vollpfosten? Ich nicht. Ich habe hier mit nichts zu tun.
Und vielleicht nochmal so kurz die Brücke zu... Ah, ich kann nicht so hoch fliegen, was ist denn da los? Mein Jetpack ist leer. Zur eigentlichen Frage, ne? Also da muss ich jetzt sagen, finde ich das gar nicht mal so schlimm, wenn ich jetzt in der Suche angezeigt werde. Denn es verpflichtet mich ja auch keiner, mich mit meinem echten Namen da zu registrieren. Also ich kenne auch viele, die sagen, sie nehmen jetzt zum Beispiel irgendeine Abkürzung von ihrem Namen, nur die ersten zwei Buchstaben von Vor- und Nachname. Genau. Also es ist halt doof, wenn du Jo-Jo heißt, ne, dann hat es da ja keinen Sinn. Aber generell Jo-Jo. Kannst du dich ja schon irgendwie verschlüsseln, ne, also das finde ich jetzt gar nicht so dramatisch. Ja, ist halt die Frage, wie viel das eigentlich bringt dann. Ja, also das Problem ist, du wirst dann halt nicht direkt von Freunden gefunden, aber ich meine, ich habe auch so viele Facebook-Freunde, wo ich sagen muss, das sind gar keine Freunde mehr. Oder waren nie Freunde. Oho. Ich hätte echt vergessen, mein Jetpack aufzuladen. Verdammt. Har, har. Ich kann schon Picos Beete gar nicht mehr kaputt machen. Du bist das also. Was? Nein. Alter. Ja, das ist nochmal, weil also, da kein Wasser ist. Nochmal auf die Frage zurückgekommen, wie du schon gesagt hast. Ist mir eigentlich auch egal. Aber ich meine, wenn dich jemand findet, dann musst du nicht unbedingt auch bei Facebook angemeldet sein, um sowas zu machen. Also, ich meine, ja. Das kannst du als Stalker so gewissenhaft sagen. Ne? Ja, genau. Wenn du wen finden auch, willst, dann auch, findest du den auch. Ja, genau. Als Stalker. Musst du nicht auf Facebook sein. Fahr du zu dem nach Hause, dann gibt es aufs Maul. Alter. So ja, wie bei dem gerade hier. Meine Felder kaputt machen. Nein, aber Facebook und so private Sachen im Internet ist schon immer so eine Diskussion. Ich glaube, darüber könnte man länger als eine Folge diskutieren eigentlich. Ja. Ich glaube, ja, das wird, glaube ich, später alles noch viel, viel schlimmer, dass du dann wirklich aufpassen musst, dass nicht über Cookies oder sonst was wirklich mal so wirklich intime Daten, also Finanzdaten zum Beispiel, ja, geklaut werden. Also das finde ich, glaube ich, schlimmer. Echt schlimm. Das finde ich noch viel schlimmer als Facebook und so. Und das ist das Einzige, wo ich sagen muss, dass hier das ganze Internetzeug mir ein bisschen auf den Sack geht. Oder auch so was Werbung angeht, ne? Hm. Bist auf einer Seite, dann kriegst du auf einmal 18 Newsletter, hier Penisverlängerung und Krankenversicherung. Ich weiß nicht, im gleichen Zuge aber. Ja, wie viele tausend Leute mich schon angeschrieben haben, oh, ihre Krankenversicherung, das geht bei uns viel günstiger. Und das Schlimme ist ja, dass in der Mail sogar mein Name steht, ne? Und da frage ich mich halt schon, wie das zum Teil geht. Hm. Ich habe mich jetzt, also ich kannte das von früher, wenn du dich bei so Gewinnspielen anmeldest, klar werden da deine Daten verkauft. Aber das ist auch, also ich habe so einen E-Mail-Account, der ist halt für so Spam, aber ich habe auch einen privaten und da fängt das jetzt aber auch schon an, ne? Wenn die erste kommt, dann kommt danach echt die Flut. Ja. Das finde ich, da sollte das find man ich gemein. Zu naiv sein und überall alles angeben einfach. Aber nochmal dann so ein, ja. Die Uni verkauft bestimmt meine Daten. Garantie, ey. Ja, dann nochmal so zum Internet und privat und so, da gibt's ja diese, weiß ich nicht, so private Netzwerke, also privates Internet eigentlich. Schon mal davon gehört, dass ja irgendwie in Spanien gibt's ja irgendwie so ein Netzwerk, das hat 200.000 Menschen oder so. Und da, die haben halt praktisch über LAN die ganzen Computer verknüpft und das ist halt komplett, es läuft halt über LAN eigentlich, also hast du nicht irgendwie so einen Anbieter oder so, sondern du hast halt wirklich komplett freies Internet. Okay. Stell dir vor, was du da für Runden Counter-Strike spielen könntest. Warum? Hä? Ja, mit 200.000 Leuten. Hallo? Ja, das geht nicht mal. Ja, gibt bestimmt einen Mod, mit dem das geht. Ja, aber ich finde halt, wenn solche Sachen halt im Kommen sind, finde ich es viel besser, vor allem wenn die Anbieter halt jetzt auch schon sagen, ja, wir drosseln das, weil wir es einfach können und uns absprechen und ihr dann halt alle mehr zahlen müsst, egal ob ihr wollt oder nicht. Ja. Finde ich das halt auch schön, dass so kleine Projekte halt zum Vorschein kommen, die so ein bisschen gegen die Industrie anhalten. Das riecht nach Rebellion, oder? Mhm. Bis das Imperium sagt, nee, wir schließen das WLAN. Ja. Wie das in ist China. Übrigens die nächste Episode von Star Wars. Da wird oder das Nordkorea. Imperium der Rebellion das WLAN wegnehmen. Dass das von Disney kommt. Ja, genau. Wird darf Mickey. Ja, genau. Wird Qui-Gon Goofy das WLAN wegnehmen. Nein. Doch nicht Goofy. Der Arme. So, ich bin... Ey. Ach Mann, das ist doch scheiße. Ich baue gerade nochmal die Mitte zu. Ja. Ab durch die Mitte. Ab durch die Hecke. Ab in die Hecke.
Ja, wer? Habt ihr früher auch den Extremsport betrieben, Extreme Hacking? Natürlich. Hacky-Sacking. Nee, Hacking, nicht Hacky-Sack. Hacking ist, wo du einfach voll Karacho in eine Hecke springen musst. Das Witzige war, ein Kumpel hat das mal gemacht, da waren wir ziemlich viel Alkohol trinken. Und der meinte, ja, Extreme Hacking, springt da rein, kommt blutverschmiert wieder raus, weil die Hecke war, glaube ich, nur so, also die war ziemlich dicht, du konntest nicht durchgucken, war aber nur so 20 Zentimeter dick. Und dahinter war so eine Kirchenmauer, die war ein Meter dick, ja. Kommt da raus, Hose zerrissen, alles am Bluten. Oh. Das alles innerhalb von so 2 Sekunden. Das hast du irgendwie gar nicht so mitbekommen, was da los war. Krass, also das war schon irgendwie lustig. Wir haben uns alle sehr besickt, außer er. Tut das sehr weh. Ich habe eine Träne. Echt? Traust du gerade deinem Freund nach? Ja, ich lag in Spoilsberg rum. Hier ist irgendwie ein Zombie an der Hecke gestorben, glaube ich. Wo wir gerade bei Hecken sind. Und Facebook. Ja, das war jetzt eine super Überleitung. Genau wie du vorhin mit Penis. Schon, gell? Das war genauso gut. Das war genauso raffiniert. Oh, nein, hat er nicht gesagt. Hä? Oh. Warum macht ihr jetzt so einen Aufriss? Seid ihr doof? Raffiniert? Ach so! Oh, war der gut! Oh, mein hat er gar nicht gemerkt. Bin ich gut. Oh. Scheiß die Wand an. Nein. Meine Güte. Ihr seid ziemliche Spießer geworden, seit wir hier angefangen haben. Früher konnten wir zusammen Wände anscheißen, wie wir wollten, und heute? Heute fliegt die Scheiße zurück. Ja. So schnell kann es gehen. Das ist Gummibände geworden. Ich flitze. Whee. Aus der Folge raus, denn ich würde sagen, wir beenden es hier. Nein! Ich fliege nochmal hoch, schauen wir das nochmal an. Und mittlerweile sieht die Mauer auch pornös ziemlich, aus. Bin ich ziemlich maurig aus. Findest du? Hm? Also man kann ja, schon... Ist auf jeden Fall jetzt dick genug für eine Mauer. Ja, ja. Also ich finde, das passt. Ja. Das haben wir gut ausgewählt, finde ich. Muss mein Jetpack anschauen. Ja, ich auch. Warte, ich komme zu dir. Ja, wo ist deine denn? Axt schwebt so hinter dir. Ja, deine nicht. Deine ist, deine ist an deinem Körper dran. Sehr gut. Na gut, aber dann würde ich sagen, hoffe, euch hat's gefallen. Wir haben das Mauerprojekt Gott sei Dank bald abgeschlossen und dann können wir mit dem Schloss anfangen. Yeah. Nicht zur Sonne. Da ist keine Sonne. Ja, wer weiß. Die Sonne geht da unter? Ne, da auf? Nein, mein Jetpack ist bald leer. Na gut, ich würde sagen, wir hören ja auf, bevor wir runterfallen. Tschüss. Ciao, tschüss. Ciao. Tschüss.